Moin und herzlich willkommen zurück bei Core Gaming TV. Wir probieren uns heute in einer Runde Doom. Mit wir meine ich mich, Andi. Und neben mir sitzt wie immer der Jan. Moin. Wir starten mit der Kampagne. Das Ganze wird ein kleines angespielt. Wir wollen mal gucken, ob uns dieser Titel wirklich so gut gefällt, wie er gesagt wird. Und dann legen wir auch gleich schon mal los. Ja, neuer Start. Ja, und wenn der uns zusagt, dann wird es wahrscheinlich auch mehr davon geben. Los, gib's mir. Ja, zu jung zum Sterben. Wenn du etwas entspannter spielen möchtest. Also ultra brutal würde ich mal sagen, nee. Nee. Und Albtraum nicht. Und Ultra-Albtraum ja sowieso nicht. Nein. Was heißt denn ohne irgendwelche Anpassungen? Du wirst die Richtung müssen aus konzentriertem Vorgehen, Aggression und Furchtlosigkeit finden müssen. Schwierig, ne? Also, ich würde jetzt fast sagen, zu jung zum Sterben. Wir probieren es einfach aus. Vielleicht sind wir Pussys, wir werden es gleich sehen. Mal gucken, ich bin mal gespannt. Ja, ich weiß nicht, hast du schon mal einen Doom vorher gespielt? Ja, aber das ist schon so dermaßen lange her, dass ich es ehrlich gesagt auch gar nicht mehr richtig drin habe. Ich habe es auch nicht lange gespielt, wenn ich ehrlich bin. Also ich habe es noch nie gespielt und deswegen, ich weiß auch nicht, ist Doom jetzt was Storylastiges oder eher Geballer? Es ist nicht wirklich Geballer, es ist Gemetzel. Ja, sowas in der Richtung. Also, sie sind wild, brutal. Wir gehen mal rein. Erbittlich, ohne Gnade. Okay. Aber du, sind wir mal lieber du wirst schlimmer sein. Reiße und zerfetze, bis es vollbracht ist. Nicht schießen, oder? Oh, ich habe mir gedacht, ich warte einfach mal eine Runde. Ich möchte einfach mal gucken, was passiert, wenn ich nicht schieße. Es gibt ja solche gewissen Spiele, wo man einfach dann nichts machen muss und es passiert. Ach ja, da kann ich mich noch dran erinnern. Die Waffe konntest du damals dementsprechend, konntest du dir auch immer angucken, wenn du eine neue Waffe aufgenommen hast. Das weiß ich wohl noch. Okay, musst du dazu eine Taste drücken oder ist das automatisch? Nee, das ist automatisch, das ist jetzt eben gerade passiert. Tja. Ja, okay, das sieht so aus, als ob da hinten so ein Anzug ist. Wir müssen bestimmt hier diese tolle Taste drücken. Hätte das denn auch gedrückt? Ist das wieder sowas? So vergangenheitsmäßig? Ja, das sieht ein bisschen anders aus. Wir werden uns darum kümmern. Was? Alter, what? Also ich tippe mal stark, da wo sie jetzt gerade drauf geguckt haben, das war wahrscheinlich wohl ich. Ja, den nehmen wir dann doch mal, den Anzug. Okay, ein bisschen Herr der Ringe-Style so. Wenn er den Ring drauf macht, so. Nicht? Ich glaube nicht, dass Doom sehr viel mit Herr der Ringe zu tun hat. Ich kann es mir nicht vorstellen, wenn ich jetzt ehrlich bin. Nee, ich meine, da ist das doch immer so, wenn die den, ich weiß gar nicht, war das, wenn die den Ring berühren oder so, dass dann dieses mit dem Auge kommt und so. Oh, ich okay, alles klar. Alles nicht verfügbar. Ja, das ist immer schön, ne? Ja. Schön, schön. Die Ursache für die Dämoneninvasion kann erst bestimmt werden, wenn der Resop-Satellit wieder auf. Wo sind wir da denn überhaupt? Ist das irgendwas Fiktives? Ja, wahrscheinlich, ne? Ja, das ist definitiv.
definitiv als Vampires. Ich bin Dr. Samuel Hayden. Ja, vielleicht ist das der falsche Absatz. Doom. Ansatz, nicht Absatz. Doom mit Realität zu vergleichen. Wir gehen. Ja, keine Ahnung, hätte ja sein können, dass Doom vielleicht, was weiß ich, man besucht den Mars und findet Aliens. So oder so ähnlich. Ja, das stimmt. Das hätte ja sein können. Monster. Ne? Fügst du einem Dämonen Schaden zu, wird er benommen. Was durch eine blaue Markierung angezeigt wird. So schnell kann ich jetzt leider nicht lesen. Wie gesagt, wenn es euch interessiert und dementsprechend Pause drücken, probiert. Ich baller hier mal freundlich einfach vor mir hin. So gut, aber das sind ja keine Aliens, sondern Dämonen. Ja. Das also, sind Dämonen, ja. Da hat sich das ja schon mal erledigt. Wir gehen mal weiter. Oh, da hängt einer dazwischen, aber der hat eine schöne Waffe, ja. Alter, direkt. Mhm. Aha. Kampfschrotflinte. Alles klar. Und die Waffen kann man wechseln, indem man RB drückt. Alles klar. Dankeschön. Ja, wir öffnen die Tür. Weil wir sind einfach der Hulk. Oh. Letztes Monsterchen. Oh, der wirft doch nicht. Was soll das? Weg mit dir. Abregelung abgeschlossen. Böse. Imp. So, tschüss. Was ist hier los? Oh, guck mal, da unten sind doch welche, oder? Joa. So. Okay, alles klar. Ich sehe keine Schüsse. Nee, ich auch nicht so wirklich. Ich sehe nur, wie das Feuer dementsprechend. Ja, genau. Einfach nur, wie das Feuer aus der Waffe rauskommt, aber das war es dann dementsprechend. Ja. Aber. Den Schuss sieht man nicht. Nee. Definitiv nicht. Also. Ein bisschen irritierend, nämlich. Abwägen abgeschlossen. Man springen? Ja, kann man. Okay, alles klar. Mal kurz gucken, was hier ist noch so. Wo fällt rum die so? Was ist das? Healpack oder? Ah, guck mal. Was war das? Healpack, ja. Ja, das war ein Healpack. So ein Medkit. Ja, ein Medikit. So, ich weiß nicht, was ist das? Ich tippe mal ganz stark. Ja, das war klar. Flatsch. Okay. Geil. Aha, okay, alles klar. Alter, da hast du ja wohl nicht ernsthaft versucht, oder? Oh, man kann sogar hochklettern. Das ist schön. Was willst du denn da oben? Ping, ping. Minion, nicht mit Feuer werfen. Weißt doch, mit Feuer spielt man nicht. So, passt dann. Alles klar, weg mit dir. Ping. Der Sprung gerade, der sah hübsch animiert aus so. Ja. Hey, hier bleiben. Gut, dafür sah der gerade umso beschissen aus. Hallo. Abregelung abgeschlossen. Wo hast du gesagt, wechselt man Waffe auf RB? Mhm, RB. Das ist aber auch ungewöhnlich, ne? Boah, was war das denn für ein Monsterball, ey? Tschüss. Ich hab die Füße weggeballert. Ey. Was kann ich denn sagen? Ist ein Headshot immer One-Shot? Ja, siehst du. Das war doch die beste Antwort jetzt auf deine Frage, oder? Ja, nur ich frag mich, ob das mit der Piste dann genauso ist. Also die Waffe ist nicht schlecht, ist so eine Art Schrubze. Und ich würde auch an deiner Stelle mal die andere Waffe benutzen wegen Muni. Mit der hast du unendlich. Mit der anderen hast du noch, ich glaube, 18 Schuss waren das oder so. Echt? Ja. Aber du kannst ja hier mal wieder aufsammeln. Ah, okay, ja. So, dann hat sich das erledigt, glaube ich. Also wie man... Ja, also man an 20 kann... ist auch schon voll. Okay. Das ist der. Vielleicht 18 Schuss ist nicht wenig. Hallo. Er darf diesen Ort nicht verlassen. Er würde alles ruinieren. Ja, okay, ich verlasse diesen Ort trotzdem. Dankeschön. Da wird noch was angezeigt, oder?
Warte mal, was auf dem Boden? Bereit, die Verantwortung für die Ereignisse der letzten 24 Stunden zu übernehmen. Aber du musst wissen, dass unser Interesse an ihrer Welt ausschließlich aus dem Antrieb kam, der Menschheit eine bessere Zukunft bieten zu können. Natürlich ist jetzt alles aus der Kontrolle geraten, ja. Aber es war das Risiko wert, das versichere ich. Muss man da was verstehen? Hast du das verstanden? Nee, habe ich nicht so dermaßen. Ja, das war wohl das Intro. Ja, das war die kleine Einleitung ins Spiel rein. Okay. Das, schön. Hauptsache noch mit dem Nachladen. Hübsch gemacht. Okay. Was ist das? Soll das die Map darstellen? Oder? Ja, das soll die Map darstellen. Mission finde die Ursache. Das Arsenal, ja. Okay. Da zeigt er die zwei Sachen dementsprechend an. Mhm, alles klar. Gut. Anzugverbesserung, ja, alles klar. Ja, verstanden. Okay. Was haben wir da noch? Datenbank, Waffen, Monster, Artefakte, Tutorials. Gut, alles klar. Das dazu. Ja. Guck mal hier rein in der Höhle, hier ist nichts los. Ja, auf jeden Fall finde ich es bisher ganz hübsch. Es sieht nicht schlecht aus, sagen wir es mal so. Und vor allem, das ist ja auch nicht ganz leicht darzustellen, so eine fiktive Welt mit so viel Staub und sowas. Wie muss ich denn jetzt hin? Muss ich da runterspringen? Ich würde es einfach mal machen. Oh, Aufprallschutz. Geil. Das, Ja, vor allem nur, was ist das, was du da einsammeln musst? Das sieht aus wie Rüstung oder so, oder? Ja, irgendwie sowas ist das auf jeden Fall. So sieht das irgendwie aus. Da kommen wir auch viel was rein. Jo. Muni. Ammunition. Ammunition. Aber ist schon voll. Jo. Reset Codex-Eintrag. Warte mal, ansehen. Okay. Ist das einfach... Ja. Das würde ich sagen, ist einfach nur um die ganze hier als Geschichte sozusagen ein bisschen zu verstehen, würde ich jetzt jedenfalls sagen. Oder so einfach nur sammelbare Sachen. Das kann natürlich auch sein. Also eins von beiden ist es auf jeden Fall. Also du siehst ja oben ist die Map. Ja, ich weiß, ich muss da 500 und schlag mich tot, muss ich los. Das stimmt, aber so ein bisschen umgucken wollte ich mich schon noch gerne. So, jetzt bin ich gespannt. Gib ihm ein Heli. Schaffst du. Jo, ja. Heli ist immer One-Hit. Siehst du? Das würde ich sagen, ist jetzt schon mal bestätigt. Kein Heli. Ne, aber trotzdem ein Kill. Wie, ist er drauf? Ja, der ist auch drauf. What? Das ist die verstärkte Waffe. Sobald du reinzoomst auf den Gegner, ist die Waffe anscheinend stärker. Okay, das mit dem auch? Nein, mit dem das nicht. Der Schrotzer sozusagen. Aufprallschutz bitte. Hat funktioniert. Jo, locker easy. Also mir gefällt die Pistel eigentlich fast besser als die Schrot. Ja, das stimmt. Aber die Pistel verursacht wesentlich weniger Schaden. Also du musst definitiv häufiger drauf. Ja, dann würde ich halt immer schön auf den Kopf zielen. Der Jan sitzt gerade nicht am Controller. Der weiß gerade gar nicht, was hier los ist. Der sagt einfach nur, ja, da würde ich immer schön auf den Kopf zielen. Ja, natürlich. Zack, einmal den Körper weggebolzt. Ja, weil dir geht sowieso gleich die Muni aus.
der Waffe. So, einen Schuss hast du noch. Hast du den gesehen? Wenn du den stunst, dann kannst du den nämlich voll geil killen, ey. Bam! Ich mach dich platt, ey. Bam, bam! Einmal den Kopf weggebolzt. Ach, geil. Herrlich. Herrlich, herrlich, herrlich. Also, es ist ein brutales Spiel, das muss man schon sagen. Aber gut, das ist aber auch Doom, ne? Also, dann muss man. Ey, wo? Direkt neben dir. Bam! Bam! Mach euch alle plötzlich. Aber recht viele Animationen haben sie jetzt nicht drin, ne? Ich glaube, da kommen aber noch welche im Laufe des Spiels. Okay. Alles klar. Wo müssen wir denn jetzt wieder hin? Dahin. Würde ich sagen. Da rum. Ja, ein bisschen Leben mitnehmen, ein bisschen Rüstung. Und wieder ein bisschen Muni. Ich glaube, jetzt dürfte deine Schrot auch schon wieder voll sein. Jo. So sieht's aus. Finde den Zugangsschlüssel. Das ist jetzt blöd. Da ist er. Das sieht ganz danach aus, würde ich sagen. Also gehen wir da hin. Ja. Ja, der Blick war so ein bisschen, also das war ein bisschen, ja, fand ich ein bisschen einfach jetzt, ne? Es ist ja auch noch ganz am Anfang, ne? Wahrscheinlich erstmal so ein bisschen demonstrieren, wie das ganze Zeug funktioniert. Ist hier runtergelaufen? Jo, wahrscheinlich einfach runtergefallen. Ja, würde ich auch sagen, bin ich da. Da war das Guckloch. Ja, genau, da war das Guckloch und hier kann ich durch. So. So. Zack. Da sind wir schön auch schon durch. Und da sind jetzt, was hat sie gesagt? Mächtige Gegenstände und Waffen. Ich wechsle noch ein paar Mal hier die Knarre drin. Ja, geil. Oh, ein Laufrad gibt's auch. Interessant. Ein Laufrad? Ein Waffenrad? Ja, ein Waffenrad. Ein Laufrad? Ja. Ein Waffenrad. Jetzt, geh doch mal gucken, was da drin ist. Ja, ist ja gut. Ja, komm jetzt. Wo wartest du? Eine Handgranate haben wir gefunden. Nee, nichts gucken hier, wir sind nur neugierig. Nee, wir sind Kucker. Cookies sind wir. Da lädt sich der Ball. Ah, und dann Schuss, ist Ping. Putz, Junge. Putz. Zack, ist er weg. Hast du gesehen? Mhm. Kannst du theoretisch gesehen mit dir machen. Ting. Oh, ist der weggeflogen. Hast du das gesehen? Jo. Ordentlich weggerotzt. So, der ist weniger dumm. Das ist weggelaufen. Falk nicht. Wo ist hingelaufen? Ah, da ist er. Das ist nicht schlimm. Der war zu weit weg. Der war nicht uno hit. Ja, das ist nicht schlimm. Peng. Abatz. Abatz. Oh, das macht eigentlich mehr Spaß. Die Waffe gar nicht zu benutzen, sondern einfach nur das zu tun. Pipping! Joa, das wird wahrscheinlich aber auch nur auf dem Schwierigkeitsgrad im B-Meter möglich sein. Was? Das wird immer möglich sein. Aber nicht. Ich glaube, wir könnten das, wenn wir wollten, auch noch erhöhen, oder? Erhöhen? Also können wir mal testen, wenn uns das doch irgendwann so einfach vorkommen sollte, können wir es ja erhöhen, ne? Ja, definitiv. Boah, Alter. Alter, du hast gar keine Gliedmaßen mehr, die hab ich abgeschossen, du Pfeife. So, komm, weg mit dir. Peng. Ey, das finde ich nicht fair von dir, dass du jetzt hier schon wieder mit Sachen wirfst. So, weg mit dir. Vor allem weg mit seinem Kopf. So. Ich habe auch erledigt, Peng. So, wenn du den hier weggeknüppelt hast, dann
können wir doch jetzt eigentlich auch sagen, Feierabend. Ja, fürs Angespielt würde ich sagen, sollte das ja eigentlich mal reichen. Ihr habt ein bisschen was gesehen und wir haben ein bisschen was gesehen, was natürlich auch sehr, sehr viel wert ist. Und vor allem ich habe was gesehen, weil ich vorher Doom noch nie gesehen habe. Ja, ja. Ja. Scheint nicht ganz schlecht zu sein, aber das endgültige Fazit werdet ihr definitiv dann auf unserem Kanal sehen. Demnächst. Demnächst. In vielleicht der nächsten Folge oder der danach. Mal gucken. Schauen wir mal. Ich bringe mich mal ein bisschen. Ja, davon wird einem auch gar nicht schlecht oder so. Ja, dann, Mensch, ist gut. Wenn's euch gefallen hat, dann hinterlasst uns doch gerne ein Abo und ein Like und einen Kommentar. Und, ja, haut rein. Ciao.